Frostbite 2 Dolby Digital. Dann darf ich euch zu einem neuen Game willkommen heißen zu dürfen. Wir spielen jetzt Battlefield 3. Und ich kenne mich nicht aus und ich probiere es jetzt mal aus. Wir haben einen schönen Ladebildschirm. Okay, und dann sind wir auch schon im Game drin. Oh! Linke Maustaste, um zu schießen und zu zoomen. Okay. Boah, meine Maus ist sehr intensiv eingestellt. Das müssen wir gleich mal umstellen. Optionen. Gameplay. Ich weiß, ich bin nicht so ein Gamer, darum brauche ich das nicht auf der Maus. Zu Fuß. Scheiße. Gameplay? Steuerung? Mausempfindlichkeit. Ja. Ah, schon viel besser. Also kommt man runter. Halte. Oh, ja. Das ist dann wieder der Unterschied zu drücken und halten. Oh, meine Güte! Was muss ich drücken? Was muss ich drücken? Ah, okay. Auf Wiedersehen. Na gut, dann haben wir eine bessere. Das wäre jetzt aber nicht so schön. Scheiße. Hitten, 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 hitten. Alter, das Game ist ja awesome. Ducken, ducken, ducken. Um zu ducken, das tue ich schon die ganze Zeit. Ich hoffe, da erschlägt mich gleich nichts. Das wäre nicht schön. Ja, schon verschissen, die Waffe hätte man nicht mehr aufnehmen können. Aber die gefällt mir eher. Das ist eine. Thank you.
kann man hier? Halte den Zug an. Oh, sag mir ja nicht, dass das Sprengstoff ist. Du heilige Scheiße, das gibt's doch nicht. Seht ihr allein, Mann? Ja, natürlich bin ich alleine. Was denkst denn du? Tö. Mission. Operation Swordbreaker. Gegner können nach einem Treffer wieder aufstehen. Feuer doppelt, um sicher zu gehen. Okay, das werden wir uns gleich merken. Waffenmodule können überhitzen. Achte auf die Anzeichen und lass sie abkühlen, ehe du wieder schießt. Okay. Wenn du eine echte Herausforderung suchst, solltest du auf schwierig spielen und die Zielhilfe ausschalten. Speichert. 8 Stunden zuvor. Ist das besser? Ja. Wer sind Sie? Von der CIA? Guten Morgen, Sergeant Blackburn. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier werden wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Wer ist das? Das ist er. Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Sie nicht? Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir Warten wissen Sie, wollen. Hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLR? Vor 9 Monaten. Operation Swordbreaker, irakisches Kurdistan. Okay. Ich bin ganz Ohr. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna tell him that. Es bereits drei Kenntnisgrundführungen. Überqueren die Demarkationslinie in 2 Minuten. Verstanden! Yo, hat noch jemand null Durchblick, was wir hier machen? Spiel nicht immer den scheiß Hippie-Montest. Ich sag ja nur, wenn's wirklich um die PLA geht, sollten wir im Iran sein, nicht im Irak. Die kommen über die Grenze, Mann. Die PLA sind die Richtigen, okay? Richtiger wird's nicht. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Sein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sammelpunkt begeben. Hier 1-3. Verstanden, auch. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Okay, los geht's. Vorwärts! Wir kommen zu spät zur Party. Wo ist der Lieutenant? Da vorne müsst ihr rechts. Danke! Ich schätze, muss ich mal voll. Habt ihr euch mal gefragt, warum in diesem Teil der Welt immer wieder so ein Scheiß abgeht? Ich mach meine Arbeit. Warum dich? Gentlemen, willkommen. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 0:39 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USBV am Spinzer Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin.
Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kasseweg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Dann mal los. Na gut. Wir sind mächtig zurückgefallen. Ich will jetzt laufen. Wir müssen jetzt diese Patrouille finden. Haben wir Berichte über Feinde in diesem Stadtteil? Geh vom Schlimmsten aus. Los. Da haben wir doch eine andere. So können wir schneller laufen. Das ist gut. Stimmt auch so nicht. Wir gehen mir gerade die Nackenhaare hoch. Ah, was? Okay. Ich muss mich jetzt mal in das Game eingewöhnen. Identifiziert eure Ziele. Was ist das? Eine Schule? Stimmt ja, ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Bleibt zusammen. Achtet auf die Ecken. Ein Erdbeben. Wir sind 90 Kilometer von einer größeren Verwerfung entfernt. Ziemlich große Querstraße. Viel Wie kann ich das machen? Kommt was zurück. Warte, bis er vorbei ist. Er ist weg. Okay. Geht zu zweit. Black. Du und Netkovic, nehmt die Tür rechts. Okay, unterwegs. Du musst aufschließen, Black. Los! Nicht ein Depp. Ich hätte die Tür ganz normal aufgemacht, aber naja, sind ja hier. Ein einziger Zivilist. Scharfschütze! Der braucht Granate! Treffen wir dich. Mich. Hier. Achtung! Sie bewegen sich! Munitionskiste zum Munition aufnehmen. Los, hinter mir! Bist du okay? Gut. Okay, alles cool. Panzerfaust auf 12 Uhr! Erster Stock! Bleib von den Verpackten aus, okay? Verbündete kommen nach! Verbündete kommen nach! Fackelt alle das Scheißgebäude ab! Black, zu mir! Ziele beim Gebäude! Anderes Ende vom Parkplatz! Scheiße! Sie kommen von der Seite! 12 Uhr! Da vorne, da vorne! Okay. Sie kommen über die Mauer! Rechts! Kontakt links! Er ist hinüber! Hab ihn! Langweilt sich da in der Ecke. Könnt ihr mal was sagen, bevor ihr eine Granate werft? Was für ein Penner ist das? Ist das jetzt ein unseriger oder nicht? Nee, eben nicht. Oh. Haltet sie noch etwas auf! Was ist da gestanden? Warnung, kehre ins Kampf. Ah, kann man flüchten, aber dann ist es ja vorbei. So. Wir übernehmen. Hey, Kumpel. Kannst du das spüren? Zum Munition aufnehmen, okay. Nähern. So, nur nähern. Seht um jede Ecke. Ich hoffe, Chefin wird wieder. Er wird wieder. Ist ein zäher Bursch. Leben? Vielleicht. Jetzt müssen wir weiter.
Scheiße, nach oben, nach oben. Könnt ihr kurz warten? Ich muss auf die Zeit schauen. Okay. Gut. Dann tun wir das mal. Zu ungeschützt. Wir müssen uns verdecken, die Deckung vorlassen. Erledigt ihn! Das waren keine Einheimischen. Die sprachen kein Arabisch. Holt Al-Bashir sich jetzt schon Rebellen aus dem Iran oder was? Keine Ahnung. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Misfit 1-3, hier Misfit. Der Scharfschütze ist noch da. Seid vorsichtig da draußen. Gesichert, gesichert. Scheiße! Kontakt! Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Unten bleiben, unten bleiben. Los, von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn raus. Und? Los! Okay, unterwegs. Und los. Los. Okay, unterwegs. Und los. Ja, stimmt, vom Hotel. Ich hol mir jetzt mal die Sniper. Okay, und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden. An die Wand. Black, was ist die Position? Ach nee. Nein! Ich trottel. Ich hätte auf meine Leiter hören sollen. Gesichert, gesichert. Ja, 3 Minuten noch. Scheiße, Kontakt! Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Unten bleiben, unten bleiben. Schnell ins Menü. Tastenzuweisung. Seitenschritt links. Springen. Ach nee, spiel mal einfach weiter. Los, von einer Deckung zur anderen. Hab ich Schnupfen. Wir locken ihn raus. Bekommen. Los. Okay. Also meine unterwegs. Nase läuft. Und los. Okay, unterwegs. Und los. Aber diesmal warte ich. Das lasse ich mir nicht entgehen. Okay. Und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden? Ey, Alter, ich versteh's nicht. Wie kann ich mich niederlegen? Ja, ist jetzt eh egal. Ja. Das war das Game im Startvorgang. Ja. Ich stelle mich scheiße an, aber das wird schon. Ich bin nur in der Eingewöhnphase. Also, ja. Dann würde ich nur noch sagen, ciao, ich hoffe, euch gefällt das LP und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Part dabei, so wie bei Half-Life 2. Ja, wenn es euch gefällt, lasst einen Like da und wenn ihr Vorschläge habt, schreibt es in die Kommentare oder weiß nicht, was ihr wollt. Und ja, und wenn ihr wirklich wollt, könnt ihr mich auch abonnieren. Ja, das war jetzt ein Text, ein langer Text. Nee, passt schon. Ja, ciao, bis zum nächsten Mal, euer